Ja, und damit Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Atlas. Man sollte vielleicht auch die Entmute-Taste drücken, ne? Ja, ich bin noch mal, ich wollte eigentlich schon losrennen, so weiß ich, so ganz dramatisch losrennen, Folge starten und wuppa. Und dann ist mir eingefallen, so scheiße, du solltest vielleicht die Goldmünzen, die du eingesammelt hast eben, solltest du vielleicht, bevor du darüber schwimmst, noch in Sicherheit bringen. Und genau das habe ich auch gemacht und ja. Denn ich sehe da hinten schon zwei Wölfe laufen. Da auf der linken Seite. Das müssten Wölfe sein. Also ich glaube nicht, dass es hier lustig wird. Das sind das Tiger. Auf jeden Fall irgendwelche Tiere, die böses aussehen. So, ich bin mal gespannt. Bin gespannt, was uns hier erwarten wird, Leute. Sammeln. Könnte Chili sein? Ja. Kokosnuss? Immer schön die Umgebung im Auge behalten. War eben mal, was wir hier haben. 86. Ist nur eine kleine Schlange, die kriegen wir gut hin. Eine Kobra wäre da schon anders. Die ich da übrigens gerade vorne da rechts ist eine. Mal gucken. Holz normal. Sollten ja auf jeden Fall gut gewappnet sein und die Füße in die Hand nehmen können, ne? Aber. Echt vorsichtig sein. Weil die Höhe der Tiere ist ja halt eine andere Hausnummer. Saurier. Das hier müsste Fasern sein. Bären. Das hier. Und das ist das Flugsaurier-Dings-Dünster. Ich dachte gerade, was ist das denn für ein komisch... Wir dürften Fasern. Fasernbären. Okay. Hier würde man Koppermetall bekommen, okay. Ich möchte da hoch zu dieser Stadt, ne? Da ist auch ein schöner Weg hoch. Guck mal. Direkt für uns geebnet, weißt du? Mal voll in die Arme von irgendwelchen bösen Viechern läuft wahrscheinlich. Auch hier würde ich mich jetzt immer gut in Acht nehmen bei den Steinen. Das können natürlich auch Steingolems hier irgendwie auf uns warten. Das sind... Menschen! Das sind Menschen! Das sind Menschen. Muss mal gucken, das waren... Oh, die steigen hier auf den Boden empor. Uah! Oh Gott, Löwe. Oh Gott, der hat mich gesehen. Level 100er Löwe.
Okay. Okay. Hoffentlich können wir wieder auf unserem Bett aufwachen, oder? Hat auch mein Controller sogar vibriert. Ich muss wahrscheinlich wieder das Spiel neu starten, weil sie das immer noch nicht gefixt haben, dass du auf dem Floß dann aufwachen kannst. Das ist so bescheuert einfach. Wahrscheinlich werden wir jetzt wieder irgendwo stehen, wo wir gar nicht hinkommen oder hingehören. Und ihr seht schon, ja, es ist wieder soweit, man sagt, dein Floß hast du da geparkt und jetzt ist wieder hier. Nein. Was? Ich will... Oh nein, Leute, was ist das? Bett, Floß. Oh, ich hab schon gedacht, ich finde bei Floß Bett nicht mehr. Oh! Das ist anders lustig, Leute. Ganz ehrlich. Mein Herz. Atlas, tu sowas nicht mit mir. Ich bin zu alt für sowas. Wir traveln gerade rüber zum Floß. Noch nichts, ich kann noch nichts machen. Dumm. Ist das denn jetzt schon? Och Leute, was ist das? Ich kann mich nicht bewegen. Ich muss kurz noch. Leute, ihr erlebt jetzt gerade Atlas live mit, was in Atlas passieren kann. Wenn man, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Was ist das jetzt bitte wieder? Was ist das? Will Atlas mich jetzt gerade wieder verarschen? Ich krieg gerade schon wieder richtig Hals. Man merkt das. Ich werd gerade schon wieder richtig sauer. Das macht mich gerade richtig wütend. Was macht Atlas gerade? Wo will Atlas uns gerade hin? Ja? Wir machen an einem anderen Bett auf, wo wir eigentlich nicht draufgedrückt haben. Wir traveln rüber zu unserem Floß und sind auf einer ganz anderen Insel. Im Wasser, können uns nicht bewegen. Ich raste gleich anders aus. Wo ist mein Floß? Und wo sind wir? Zum Kuckuck. Sind wir, Leute? Warum, Atlas? Warum? Also, ich wollte auf die... Wo sind wir hier?
Okay, ich werde mich mal kurz sterben lassen. Einfach um wieder an einem Ort aufzuwachen, wo ich hin kann mit Dosen und sowas. Ich habe das Gefühl, ich war hier noch nie. Kann mich hier irgendwas angreifen, was umbringen oder sowas? Hier rochen, komm. Lass mich, komm, hau mich, töt mich. Das ist schon wieder anders, ey. Hoffentlich sind da die Betten. Leute, was ist das? Hoffentlich komme ich jetzt wieder auf mein Bett von meinem Floß. So, ein Rochen hat uns getötet. Mit Absicht. Aber mein Floßbett ist weg. Bett, 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 Bett. Bett, Bett. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass diese E6er-Bereiche hier einfach nicht... einfach nicht das sind, was man erwartet. So, wo ist mein Floß? Mein Floß war hier. Wir waren hier. Hier. Und mein Floß ist halt einfach weg. Warum, Atlas? Warum? Leute, ich verstehe diesen Grund nicht. Warum ist das so? Mein Floß, es ist nirgendwo zu sehen. Mein Floß ist weg. Mein Floß ist weg. Und ich habe halt auf keiner von den Inseln jetzt was gebaut, weil ich gedacht habe, sowas passiert nicht. Dass ein Bett verschwindet. Einfach so, sich verpisst. Wir haben so viel eingesammelt. Und jetzt ist schon wieder das Floß weg. Weil ich gestorben bin und auf dem Floß wieder aufwachen wollte? Und das sind solche Dinge, ja, das sind einfach Dinge, die, keine Ahnung, die machen mich wütend. Die machen mich echt wütend, Atlas. Die machen mich richtig sauer. Die machen mich einfach verdammt nochmal richtig wütend. Einfach nur solche kleinen, dreckigen Bugs zu haben. Dass einfach die Bett, die Floße verschwinden. Das Floß ist verschwunden, es ist nichts passiert. Wir sind nur gestorben. Wir sind einfach nur gestorben, Leute, nur gestorben. Auf E6. Und ich wollte einfach nur wieder aufwachen. Auf meinem Floßbett. Okay, dann kam oftmals dieser Fehler. Ja, du kannst da nicht drauf aufwachen. Musst du nochmal Spiel neu starten. Wusste ich nicht. Ich habe einfach gewartet und wache auf einem anderen Bett auf. Willst du meinem Floß traveln und wach im Wasser auf? Wo ganz anderes? Da frage ich mich halt, warum? Es kann doch nicht sein, dass ein Floß einfach so wegbackt. Och.
muss ich mir hier einen Steg bauen, um dann wieder ein Floß bauen zu können. Und dann wieder dahin zu fahren und zu gucken, ob überhaupt mein Floß noch dasteht. Ja, das macht mich wütend. Das ist wieder vergeudete Zeitverschwendung, die wir jetzt wieder haben, auf der Suche nach unserer Insel. Wenn unser Floß halt komplett weg ist. Wenn unser Floß jetzt weg ist, dann war diese ganze Mühe, die wir uns gemacht haben, wieder umsonst. Ja, hättet ihr halt früher eine Insel finden müssen. Ja, nein! Das darf nicht passieren, Leute. Sowas darf nicht passieren. Sowas darf nicht passieren. Ja? Was darf einfach nicht passieren? In Atlas, in einem Spiel, das es schon so lange gibt. Welche Fehler dürfen nicht passieren, dass dein Boot einfach verschwindet? Weg ist. Wo es keinen Grund dafür gibt. Brauchen wir jetzt für diesen komischen Stein, Fasern, Holzen. Das macht mich halt gerade. Es ist noch nicht. Es war ja kein Crash oder sowas. Dass das Spiel halt gecrashed ist oder irgendwas dergleichen. Nichts. Es wurde noch nicht mal angezeigt. Und jetzt stehen wir wieder hier an so einer Stelle und. Oh, Leute. Echt, ganz ehrlich. Man sollte einfach auf der nächstbesten Insel, die man findet, sollte man halt einfach bauen. Eine Axt. Ich hätte nicht gedacht, dass das passiert. Ja? Wenn ich auf einem Bett aufwachen möchte. Weil das Floß halt gar nicht mehr angezeigt wird. Es wird halt nicht mehr angezeigt. Jetzt können wir nur noch hoffen, dass ich den Steg bauen kann. Dass ich mir einen. Ja, klar, kann ich machen, aber. Dass ich einen Floß baue und dann wir da hinfahren und das dann noch da ist. Dass das Floß noch da ist. Dass einfach nur nicht angezeigt wird, weil, keine Ahnung, vielleicht ist das Bett kaputt gegangen oder irgendwas. Ich weiß es nicht. Das Einzige, was wir hoffen können. Ansonsten. I don't know. Dann fahren wir mit dem Floß auf die Insel, wo wir gesagt hatten, und bauen da halt unser Schiff oder keine Ahnung und fahren halt die Insel nochmal ab für Materialien und Sachen. Was mich halt anders da wütend macht. Mich macht das gerade so sauer. Das Schlimme ist, ich weiß halt jetzt ganz genau, es ist gerade Vorproduktion für Nachtschicht-Folgen hier immer noch. Und, ich kann halt nicht weiterspielen. Ne? Dann erstmal. Das macht mich halt gerade so richtig, richtig. Sauer, Freunde. Und sauer werde ich jetzt hier weiterarbeiten. Und ja.
wie es weitergeht und was uns noch alles so in Atlas erwarten wird. Und ob wir unser Floß hoffentlich bald wiederfinden, das werdet ihr dann in den nächsten Folgen von Atlas hoffentlich erfahren. Oder ich habe das Spiel bis dahin deinstalliert, weil ich einfach so sauer bin. Mal schauen. Also, haut rein, macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Ciao!